Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Child of Light mit Little und TKB und Little konnte leider nicht ihr Licht machen, weil wir gerade mitten in einem Dialog sind. Ja, und dem muss ich jetzt sprechen. Oh, mon Dieu, Aurora. Ah, warte. Also, die beiden Schönheiten, ich hoffe, die machen einen Matschkampf oder so. Glaube ich eher nicht. Na gut, okay, also. Also, ich habe gesprochen, weiter geht's. Ja, nochmal bitte. Oh, mon Dieu, Aurora. Sieh dich an, die Haut so rein, das Haar voll Glanz. Wie kann ein so verderbtes Geschlecht Locken gebären von solch vollendeter Eleganz? Eine Prinzessin befleckt niemals ihr Kleid, tollt nicht mit Gewürm und gemeinem Pack. Beleidige bloß nicht meine Freunde. Leute wie du haben keinen Geschmack. Und Verräter wechseln einfach den Frack. Schluss jetzt. Aurora, du bist eine wahre Schande. Und jetzt zeige ich's dir und deiner Bande. Ich habe das Gefühl, du hast gerade richtig Spaß gehabt, die böse Rolle vorzulesen. Ich versuche in letzter Zeit ein bisschen mehr Schauspiel da reinzulegen. Du hast richtig Freude dran, das hört man irgendwie. Hey, Oder das auch ist ein ein bisschen Kenntnis. Bekenntnis. Ah. Die hat hier verdammt nochmal Giftgas gesprüht. Sollten wir uns nicht beeilen? Wir gucken uns hier in Ruhe um. Oder auch nicht. Ich glaube, wir Schnelles kommen hier wieder Bekenntnis zurück. einsammeln. Ja, aber zuerst gehen wir hier aus Wir der. müssen versuchen, dieses Rätsel zu lösen, wie Ja, wir wir hier müssen das Rätsel rauskommen. lösen. Hier sind nur Truhen. Truhen, 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 die kümmern wir uns dann. Ah, Da hier ist geht's was, mach mal lang. auf. Wieder aufmachen. Ja. Bevor dir deine Energie ausgeht. Verdammt, Nox kämpft hinterhältig. Verdammt. Da bist du wohl auch noch reingelegt. Ich versuche euch trotzdem mal ein bisschen zu blenden. Ha! Sehr, sehr gut, Aurora. Imba! Da wird gespritzt. Ich wurde angespritzt. Ja. Genau, es ist gewinken. Nee, dafür ist Ja, es zu ja, schnell. ja. Ihr seid ja manchmal so verdorben. Andererseits sind keine Gegner Tentakel, insofern. Stimmt. Ja, nun, der greift irgendwie schon ziemlich in den Seilen. Der hat nicht so viel Energie, glaube ich, aber er ist magisch recht resistent. Kunde, dafür ist er recht schnell und überholt uns schon wieder. Ja. Was? Ich bin leer. Ja. Shit. Weil ich so viel helfen musste. So, mal gucken, mach was Schnelles. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ja. Meine Güte, sogar nicht in Blende ist der so schnell. Ich reich dir einfach spotten. Ha! Sehr, sehr gut, Aurora. Boom! Haha, Er und er hat ist ihn sogar tot. getötet. Jetzt hat Ungus die Angriffe auf sich gezogen. So. Also nutze einen mächtigen Angriff von dir. Sehr gut. Oh, er hat einfach so Energie bekommen. Ja, das ist aus die seine Level 3 verspotten. Ach Die so. der Regeneration. Stimmt, das hatten wir ja gelernt. Genau, schnell einsammeln. Ah, ist noch ein bisschen was So. eingesammelt. So, Aurora hat einen Punkt gekriegt. So. Erstmal kurz gucken, kann ich es einsetzen? Ja, Ja, kann kannst du. ich. Gut. Dann drück Komm. mal. Und er kommt schon. Achso, ich muss drehen. Was zum. Ah, okay. Ich muss nicht drehen, ich muss einfach nach rechts drücken. So. So, jetzt andere Seite. Jo, schnell zurück. Hallo, leuchten. Ach so. Bevor dir gesagt hier die Energie ausgeht. Jupp. Schnell zur anderen Seite. Wenigstens tut das nicht die Kämpfe beeinflussen. Nein! Shit. Er hat uns reingelegt, sprichwörtlich. Und hier sind auch noch drei von denen. Ja. Ich glaube, wir brauchen jemanden, der die verlangsamt. Hol den Golem rein oder so. Oh je. Ich heile dich lieber. Ja, So. heim mich mal ein bisschen. Jetzt mache ich schon 19. So, das erste Mal leer. So, und jetzt verlangsame bitte den Tod, damit ich meinen Lichtzauber machen kann. Okay, aber vielleicht wäre es dann gut, ihn vielleicht auf, nicht auf alle, sondern allein zu machen. Weil die sind eh nicht so empfindlich gegen Magie. Meinst du? Ja, ich habe es vorhin gesehen. Dann kannst du wenigstens den Tod schon mal töten. Ha! Ui, yep. So, jetzt sind nämlich nur noch die Greifen da, um die wir uns kümmern müssen. Sag doch was. Och Mann. Ich habe gedacht, die sammeln sich schnell. Tut mir leid, ich etwas sagen Ja, sollen. das solltest du vorher ankündigen. Ui. Okay, die sind gegen physische Angriffe sehr empfindlich. Ja. Oh, Bella.
Und Gen. Und ein Saphir. Ah. Punkte gibt's später, oder? Ach, wenn ich schon da bin. Gut. So, schnell wieder Licht anmachen und zack. Nox kämpft voll hinterhältig. Wir machen lieber das da auf, ja. Aber du musst deine eigene Truhe auf. So. Hallo? Achso, jetzt muss ich nach rechts drücken. Gedacht, ich gebe ihm mal ein bisschen Energie zurück. Wenn man das allein spielt, muss man Nikunus ja mit dem anderen Stick noch lenken. Das kann ganz schön kompliziert sein, denke ich mir manchmal. Das können wir mit dem Pad machen auch. Trotzdem. So, jetzt sind wir sicher, oder? Ich Ja. heil dich. Heim mich mal. Ich Moment, und weiß. den mache ich auch noch auf. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit hier zurückkommen. Ich glaube, wir erforschen jetzt mal. Okay. Ja, muss ja nicht die ganze Zeit die Gegner Normalerweise blenden und kommen wir so. ja eigentlich an allem wieder. Ich würde sagen, wir machen was trotzdem. Na gut. Da, 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 da. Aber ich kann jetzt die So. Gegner gerade nicht blenden. Ja, ist in Ordnung. Okay, da kommen wir her. Ja. Hier ist auch nicht das Giftgas. Ach, da. Den musst du kurz blenden. So, Damit mach ich die schnell Truhe die öffnen kann. Truhe. Und dann gehen wir raus. So, gut. Gut. Dann hier waren wir schon. Ja. Aber haben wir die Truhe geöffnet? Ja, haben wir. Wir haben ja alles geöffnet. Jo. So, Ich glaube, dann da gehen unten wir hat sie zu noch da. irgendeine Truhe. Richtig. Jupp. Ja, ich Öffne öffne sie. mal. Ich kann hier nicht lang. So. Jetzt können wir aber hoch, oder? Moment, genau da sind wir lang. Ja, da waren wir. Da oben war auch schon die Truhe, die haben wir geöffnet. Ja, So. da sind wir ja versehentlich rein. Gut, okay, dann heile mich nochmal hoch und gut ist. Dann. Gut. Es wird jetzt schnell gehen. Jupp. Wenn es jetzt Nox stellen dürfen oder ob es jetzt noch eine fiese Gut, das Falle reicht. stellt. Und was zum. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich glaube, das sollte auch gar nicht so sein. Hier, dann mach mal auf. Ja. Vorsichtig, nicht, dass irgendwelche Winde oder so kommen. Wir sammeln, genau. Stärke Sternstaub. Ruhe. Puh. Das Boah. wird ja immer gefährlicher. Jede Menge Truhen hier. So, dann sammeln wir das noch Tu schnell mal die ein. Sternstaube jetzt einsetzen, die wir gesammelt Ja, haben. Die hast du noch tun gar nicht wir. eingesetzt. Halte mich erstmal hoch. Jo. Gut, ich bin richtig auf dir. 333. Gefällt mir. Gut, beide soft gesagt. Und die Sternstaube einsetzen. Okay, Rupert, da kann ich die letzte Heilung. Ja, so, das ist jetzt Mega-Heilerin. 210 LP, wow. So, sonst noch irgendjemand? Ach, genau. Gen hat einen Punkt bekommen. So, das war's endlich mal. Braucht keiner, hat keiner Punkte übrig. Ja. So, wir haben ein paar Staube eingesammelt, genau. Zwei Stück. Und zack. Und Crit, yay. Weiter So, geht's. weiter geht's. Na Aha, da dann, haben wir welchen sie. Drachen verwandelt sie sich? Du ruxierst doch bloß eine dicke Lippe. Nein, Weißen. Jetzt stürze ich dich von dieser Klippe. Das ist das Ende deiner Sippe. Nun wirst du für das Vergangene büßen. Unser Land ist oben und tritt deins mit Füßen. Ach, diese epische Musik. Ja. Ich habe ihr Höschen kurz gesehen. Und sie hat auch so ein komisches Höschen an wie Aurora. Habe ich schon gesagt, ein weißer Drache, ein Kraken. Jetzt haben wir Tentakeln. Ja. Jetzt haben wir wirklich Tentakel. So, was mache ich denn? Ups, die. Ja, die Tentakel sind Ja, genau, eigene. die Tentakel sind eigene. Ich würde sagen, auf jeden Fall solltest du mal Tristis reinnehmen und uns buffen und so. Wen am besten? Tja, keine Ahnung, probier aus. Mach doch erstmal die langsamen Einzeldinger und find heraus, gegen was sie empfindlich ist. Ich probiere einfach mal alles. So. Die Tentakel sind jetzt eh zuerst dran. Mal gucken, ob ich einen von ihnen blenden kann. Ach, warte. Ah ja, verspotten. Flutwelle, es liegt aber, ob das alle treffen könnte, ne? Ui. Schlund aus der Tiefe. Ui. So. So, und boom. Ah. Ganz okay, aber naja, es geht besser. Mist, jetzt ist, jetzt sind die So, ich dran. muss sammeln.
Ja, sammeln wir einen. Den kann ich höchstens noch ganz kurz abhalten, aber ansonsten Nee, würde ich lieber den verteidigen. Kopf blinden. So, mal weiter geht's. Ja. Weil es war schon recht gut. Ah, jetzt, wenn jetzt wo er verteidigt, ist er auch echt gut gerade bei der Sehr Abwehr. gut. Oh, sehr Und. gut, du warst kurz vorher dran. Haha. So. Oh. Kommt Unterbrechung. Oh. Oh je. Oh nein, das war das auch nur aufhaltsam. Das heißt, jetzt können wir sie nicht mehr zurückwerfen. Yep. So, dann blende mal Also, ich genau, weiß nicht. das hier gerade. Irgendwie sieht Nox so viel besser aus. Passt sie ihrem Charakter. Ah, die Arme sind also wirklich gegen physische Sachen, Attacken gut. Ah, verstehe. Oh je. Oh je, ich muss den bald mal heilen. Sobald Aurora dran ist, heilst du ihn mal und sammelst ein paar Sachen ein, genau. Ich habe sie schon gesammelt, jetzt wird geheilt. So. Los, Ingus, du schaffst das. Du schaffst das. Ja, er schafft das und dann kannst du gleich das nächste einsammeln. Ja, er ist am Leben. So. So, wieder heilen oder mit deinem Heiltrank? Unten ist noch was Grünes, siehst doch. Hm? Ah, tatsächlich. Die Skylanders haben es wieder. Unsere Skylanders, echt, die verdecken mir immer die Sicht. Okay, ist gut, lass gut sein. Weil ich glaube, ich werde jetzt mal Rubella einwechseln, denn als ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal ein Heilung-Angriffsgespann. Okay. Weil sie kann ja auch ein paar andere Sachen machen. Jo. Das heißt, sie wird auf jeden Fall jetzt mal. Genau, sie kann zum Beispiel hier. Genau, aber ich glaube, das ist gegen so Sachen wie Statusveränderungen. Ja, also, aber weißt okay, du, ob es kann? Sie. Ja. Das heißt, ja. Dann mach Schutz für Leid. Dann machen wir ruhig für alle. Den Tag gekommen. Mist. Sie greifen an. Ja, sie greifen an. Verteidigen. In der Abwehr ist er eh. Ganz schöne Mauer. Ja. Richtige Wall. Sag mal, der Kopf fängt ja früher auf der Zeitleiste wieder an. Yep. Kein Wunder, die war ja auch die Bufferin. So, dann machen wir jetzt mal Heilung auf ihn. Genau. Und er selber greift mal an. Wenn es klappt, ich versuche mal den Tentakel, der gleich dran ist, zu blenden, so lange. Aber ich bin gleich leer. Nein! Ich bin leer. Oh oh. Verdammt! Ja, unterbrochen. Jetzt muss ich wieder warten. Tja, die Kämpfe hier können ganz schön heftig sein. Jetzt solltet ihr nicht auf alle machen, sondern versuchen, einen Tentakel niederzumachen. Zuerst. Schauen wir mal, wie es mit Überrumpelung auf alle aussieht. Ula kennt seit letzter Zeit Überrumpelung auf alle. Interessant. Gut, dann versuche ich es mal wirklich auf einen zu fokussieren. Man weiß es jetzt, diese unaufhaltsame Mauer. Ja! Sehr gut, der erste Tentakel ist weg. Jetzt wird Kraft gesammelt. Nicht gut. Fällt mir auch nicht. Ich bin wieder da. Ach Mist, der verspottet nicht mehr. Na dann, lass ihn wieder verspotten. Jupp. Aber soll er jetzt nicht angreifen? Das ist vielleicht nicht so gut. Nee, doch, er muss erst verspotten. Das muss auf jeden Fall gemacht werden. So, das heißt, nutzen wir die Zeit mit ihr und halten uns nochmal hoch. Jo. Ach, ich bin schon wieder leer. Er weiß, wie gleich die Mega-Attacke aussieht. So, das heißt, wir versuchen mal schnell zu verspotten. Nein! Jo. Gut, oh, das hat wehgetan. Das war aber ein kritischer Treffer. Das war doch ein bisschen enttäuschend. So, was macht Bella jetzt? Hey, die unaufhaltsame Mauer ist weg. Jetzt könnt ihr sie wieder zurückwerfen. Dass er noch nicht wieder da ist, sind Sachen für uns. So. Das Gefühl, dieser Tag lässt sich schon ein bisschen hängen. So, und jetzt wird nochmal reingehauen mit allen. Und dann war's das. Ich hab ihn wieder. Nichts, der Tag ist runtergegangen. So, und jetzt können wir mal die. Jetzt können wir wieder Aurora reinholen. Ja, jetzt haben wir ja nicht mehr so viel. Und ich kann wieder blenden. So, Aurora, rein mit dir. Und jetzt haust du rein. Genau, ich muss ja nicht mal auf alle machen. Ist wieder leer. Was zum?
sogar von 0 auf 100. Ich habe mich eben echt erschreckt. Ja. Ich gehe leer und plötzlich wusch. Ja, das hat weh getan. Ich mag die Irgendwie Musik. hat die voll die Augen aufgerissen eben. Ja, die Musik ist klasse. Irgendwas braucht Oh. eine Heilung. Gib mir mal einen Heiltrank. Oder mach Rubella rein. Naja, das passt schon. Rubella kann das ruhig machen. So. So, Heilung. Kannst du wieder einsammeln übrigens gerade. Ah, sehr gut. Endlich wieder Leuchtkraft. Und So. Blenden. Und dann würde ich sagen, weil es gerade so richtig schön mit der, weil es gerade bei Magie so reinhaut, wechseln wir aus. Jo, mit dem Sternenlicht, ich meine dem Lichtstrahl. Nein! Dann ist sie schneller gewesen. Rubella wurde angegriffen. So, und da würde ich sagen, wechseln wir mal Finn ein, denn wir brauchen ja eindeutig Magie. Tja, dann find mal heraus, welche Magie es ist. Würde mich ja nicht wundern, wenn es Donner ist. Ah, der andere ist wieder da. Aber sie ist ganz schön gerade Naja, das ist, weil ich sie blende. feuerresistent. Das heißt, wir brauchen wohl Donner. So, ich hol gleich den nächsten. Ja, mach das. Guck, im Normalen sieht's die noch recht fit aus. Ich mag die Musik. Also, man soll jetzt wohl nicht So, sein. probieren wir mal Blitz. Den haben wir halt noch nicht besonders stark. Hast du jetzt schon so oft erwähnt, dass du die Musik hier magst? Ja! Oh, gerade noch so. Spidushki! Ja, Haha. verwundbar durch Blitz. Ach ja, kommt ja die Unterbrechung unaufhaltsam. So, ich würde sagen, holen wir jetzt wirklich mal einen Golem rein, damit er sie ein bisschen langsamer macht. Okay. So, aber jetzt, da sie hier die Starke ist, Mach weiter mit dem richtig Lichtstrahl, ja. reinhaut. So. So, ich kann auch die nächsten holen. Die Musik wird immer geiler. So, der Golem. Tja, früher hatten wir MIDI-Musik. Inzwischen ist das ein richtiges Orchester, was die Musik da spielt in der Regel. So, Schock. Nein. Verdammt. Ich tue doch schon mein Bestes. Och. Schnell der Lichtstrahl. Anni-Strahl ist einfach imber. So, und jetzt aber Schock. Das dauert halt auch ewig, bis er das verzaubern kann. Bald bin ich wieder leer. Wird noch Gen nehmen können. Na egal. Stimmt. Zeitmagie. Sehr gut. Mist, aber wenn Ich sie muss angreift, dann jetzt ist er. panzern. Schlund aus der Tiefe. Ha! Forget it, Bro. Es ist. Oh, Du ups. hast keine MP mehr. Nimm einen Zaubertrank oder nimm einen anderen rein. Ach, nehmen wir einen anderen rein. Mach mal, Gen kann nur Sachen verlangsamen und so, gell? Gen kümmert sich mal so um die Zeitleiste, ja. Probier mal Robert. Robert, komm, Ja, zeig aber mal, hat was der du nicht gerade kannst. Feuerschaden Jetzt drauf? hast du mal deine Gelegenheit zu zeigen, was du kannst. Wie gesagt, ich glaube, der hat gerade Gendern. Feuerschaden drauf. Das heißt, der macht eh nur halben Schaden. Probieren wir es einfach mal. Schauen wir mal. Ich bin leer. Sag ich doch. Also, ich frage mich echt der Sinn von Robert. Tja. Hoppla. Ja, mach alles kaputt. Ich habe nur eine Flasche umgeworfen, keine Sorge. Ach, mal ruhig mal zerschmettern. Jetzt bleiben wir mal dabei. Oh, jetzt hängt sie inzwischen aber auch mal in den Seilen, guck. Nimm doch einfach Aurora rein und gib ihr einen Zaubertrank. Weißt du, wie viele Items wir haben? Ist ja gut, okay. Wieso hortet man dieses Zeug? Da. So, wo sind das Zeug, das uns Magie zurückgibt? Antidot, Glühwurm, nee. Starker Phoenix-Trakt, nee, das brauchen wir nicht. Da brauchen wir Da, nicht so. Zaubertrank. Genau, nehmen wir einen Zaubertrank, einen ganz normalen. Oh je. Sammelt wieder Kraft für den nächsten Angriff. Ich habe gesehen, der Golem ist stärker als irgendwie Dingenskirchen. Ja, irgendwas heißt da. Irgendwas, ja.
Ach stimmt schon, ihr wollt den mal irgendwie nennen. Ja, irgendwie machst du oft. Ja. Wir sind noch zurückgesetzt worden, sie. Nicht mehr so lange dauern, bis Nox geschlagen ist. Also jetzt ganz schön lang durch. Ja. Ich habe mich auch gewundert, dass sie nicht der erste Gegner war. Ah, sie ist ja wieder da. Oh, Aha. sehr gut. Gewonnen. Yay. Hier ist nur die Szene danach und dann beenden wir den Part, wie wir ziehen schon die ganze Zeit. Ja. War doch ein ziemlich langer Kampf. Ach, da ist ja Umbra. Nein, meine Jüngste, tot, mein eigen Blut, durch einen Riff, es gehört ihre primitive Brut. Du kleine kriegerische Kröte! Milde gestimmt bin ich, Stieftochter, du hast Glück. Gib mir den Mond und die Sterne. Dann kehrst du zu deinem Vater zurück. Papa! Also, Ja. ich fantasiere und doch höre ich dich. Liebste Aurora, komm zurück zu mir. Denn ohne dich, da sterbe ich. Papa, ich liebe dich. Ich kann die Lemurianer nicht sterben lassen. Meine Aurora, gut. Adieu. Ha, er gab dir diese Krone. Haha, Lemuria ist jetzt mein. Ich werde sie befreien. Was passiert hier? Ah, sie ist geflohen. Oder oh, sind die Kulus? Was passiert hier? Das Licht sammelt sich. Hat er noch eine geheime Aufgabe, von der wir gar nichts wussten? Aurora wird nach oben getragen. Ist das nicht der Altar? Ja. Da, wo wir anfangs erwacht sind. Ist das nicht ihre Mutter? Ja. Sie zieht sich durch ganz Lemuria. Sieht aus, als pilgern sie. Ach, da sind ja unsere Gefährten. Unser Licht.
neue Transformation und eine silberne Krone. Seht ihr ja, die Prinzessin von Lemuria. Mutter? So, und jetzt machen wir mal Schluss mit dem Part, der läuft nämlich schon viel zu lang. Und machen das im nächsten Part weiter. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.